Hallo, heute möchte ich zeigen, wie man sich behilft, wenn man eine solche Wand hat und sie auf einem Balken sitzt, der morsch ist. Da der Balken, oder sagen wir besser die Schwelle, nicht unterfüttert ist, müssen wir sie erstmal unterstützen. Dies kann durch einen Holzbalken oder eine Metallsprieße geschehen. Im Endeffekt ist die Arbeit einfacher, als wenn man die Schwelle auf dem Fundament aufliegen hat und die ganzen übergeordneten Balken abfangen muss. Wenn die tragende Schwelle komplett vergammelt wäre, müsste man sie natürlich entfernen. In unserem Fall ist das aber nicht so schlimm. Wir sparen uns das Problem, dass die Ausfachung sich löst und diese auch erneuert werden muss. Auch müssten die zusätzlichen Balken abgestützt werden, dass sie nicht von oben nachrutschen. Im Prinzip müssten alle Balken und somit die ganze Wand gesichert werden. Diesen Aufwand ersparen wir uns, da auf der einen Seite der komplette Balkenkopf zwar weggegammelt ist, aber der Rest des Balkens in gutem Zustand. Zu vergleichen ungefähr mit dem Balkenkopf. Wobei man davon ausgehen kann, dass noch ein paar Zentimeter weiter das Holz angegriffen ist, jedoch der Kern in gutem Zustand verblieben ist. Diesen gammeligen Bereich wollen wir aber dennoch nicht als neues Auflager benutzen. Und somit haben wir diese Bohlen angeflanscht. Damit der gesamte Balken durch die Bohlen auf dem neuen Auflager aufliegt. Auf der anderen Seite haben wir im sichtbaren Bereich keine Schäden zu verbuchen. Jedoch haben wir uns auch dafür entschieden, diesen Balken aufzudoppeln, weil das Auflager im feuchten Betonfundament liegt. Dies werden wir später trennen, um sicherzustellen, dass der Balken auf Dauer schadfrei bleibt. Den Balkenkopf werden wir mittels einer Folie trocken halten. Dazu aber mehr in einem anderen Video. Zum Ausführen der Arbeiten benötige ich eigentlich gar nicht viel Werkzeug. Das übliche Holzwerkzeug und eine ordentliche Handkreissäge. Zum Befestigen benötigen wir später eine Gewindestange, mindestens M12 und einige Schrauben. Beim Anfertigen der Aufdoppelung ist darauf zu achten, dass man an entsprechenden Wechseln oder Auflagern, wie hier für eine Treppe, wirklich genau und präzise arbeitet, damit die Kraftaufnahme von der Treppe auf die neue Bohle wirklich 1A gewährleistet ist und kein Knarzen entsteht. Auch ist es wichtig, dass ein solcher Wechsel sich nicht drehen kann. Der muss wirklich haargenau in der Bohle sitzen. Einbringen sollte man die Bohle dann unter Spannung. Das heißt, in ein Lager auflegen und ins andere Lager nach oben drücken und dann weiter mit Keilen, die man hineintreibt, in Richtung Decke bewegen, bis sie dann formschlüssig an der alten Dielung anliegen. Wichtig ist hier rechts der Abstand zum Fundament, dass hier keine Feuchtigkeit aufgenommen wird. Beim Einsetzen der Bohlen ist darauf zu achten, dass sie entsprechend der Maserung schüsseln. Dementsprechend sollte diese Seite am Balken anliegen, um mehr Kraftschluss zu gewährleisten. Wenn die Bohlen in Position gebracht sind, versteife ich das Ganze mit Hilfe von Schraubzwingen, die auch dafür sorgen, dass die beiden Bohlen wirklich passgenau an den alten Balken angepresst werden. Danach setze ich zwei Schrauben alle 50 cm. Das mache ich, weil ich später noch eine Bohle anflanschen möchte, auf der ein neues Bodenniveau entsteht, da die Decke insgesamt abgesunken ist. Prinzipiell kann man jetzt aber hier aufhören und allen halben Meter eine Gewindestange einschrauben und diese dann mit einer großen Unterlegscheibe und Mutter beidseitig kontern. An einer Stelle wie dieser, wo man nicht an die Rückseite rankommt, kann man dennoch mit Schrauben arbeiten. Wenn ich wie hier jetzt eine 5 cm starke Bohle verwendet habe, sollte ich ca. 12 cm lange Schrauben verwenden. Falls der Kopf nicht groß genug ist und das Holz zu weich, so kann man auch eine Unterlegscheibe unter die Schraube unterlegen. Am Schornstein müsst ihr auf jeden Fall auch noch beachten, dass hier 5 cm Abstand zu halten sind, sowohl für den Balken hier als auch der Abstand hier zwischen der neuen Bohle und der anderen Seite des Schornsteins.
In der Mitte des Hauses treffen sich beide Balken bzw. beide angeflanschten Bohlen auf einem weiteren, viel größeren Balken. Es ist durchaus legitim, bis zu 50% des Holzes für das Auflager hier auszuklinken. Am besten aber, man richtet sich immer nach den Maßen der alten Balken. Dementsprechend sollte auch der Querschnitt der zwei neuen Bohlen ungefähr dem Querschnitt des alten Balkens entsprechen. Wie ich ein solches Auflager jetzt mit Beton herstelle, zeige ich in einem anderen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.